So Leute, herzlich willkommen. Und zwar herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator 2021. Ja, wir stehen schon in den Bus gestartet. Wir müssen jetzt hier einmal zur Lackiererei fahren. Markierung setzen. Auswählen. Okay, aber eigentlich wissen wir ja. Kaufe einen neuen Bus. Oh, wir müssen noch einen neuen Bus kaufen erstmal, Leute. Ich dachte, wir haben schon einen neuen Bus gekauft. Oh, da geht sogar weiter hier. Schaut. Oh. Das ist natürlich groß. Wir müssen einen neuen Bus kaufen. Jetzt warte mal. Wo kann man denn da den neuen Bus kaufen, den wir brauchen? Was ist denn das da hier? Okay. Wir machen mal eine Schnellreise zu dem Busunternehmen und kaufen uns mal hier einen Bus. Ja? So. Und zwar. Das zweite Mal. Ist das unser Bus? Nee. Aber. Jetzt wartet mal. Wir steigen mal aus der ganzen Geschichte. Weil das ist ja. Wir haben ja ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir den Bus gekauft haben, Leute. Aber wenn, dann, wir brauchen also den Bus zum Kaufen, dass wir überhaupt was machen können, ja. So, und zwar haben wir 191.000. Die sind natürlich alle gesperrt, ja. Richtig tolle Busse. Also richtig viel Auswahl. Und wir können uns jetzt einfach nur über zwei, drei entscheiden. Lion, Teatro und etc. Bus. Dann nehmen wir doch den MAN. Alle. Sortierrichtung ändern, nee, Testfahrt. Okay, irgendwo geht jetzt der Bus hier raus und dann kann ich eine Testfahrt machen. Aber eigentlich möchte ich den Bus, kann ich den jetzt eigentlich schon gleich kaufen? Aber ich kenne die Busse. Wähle einen Bus für die Testfahrt. Okay, müssen wir mal schauen. Warum hat er das jetzt wieder zugemacht? So, jetzt da. Dann übernehmen wir den Bus. Bus. Wenn du unentschlossen bist, such dir an der Station einen anderen aus. Wenn alles passt, fahr zur Ausfahrt, um dieses Modell zu kaufen. Ah, okay. War doch dieses Modell, Leute. Und zwar möchtest du diesen Bus kaufen? Ja. Wunderbar, Leute. Dann kann ich jetzt hier rausfahren. Das ist ein super Bus. Lass uns jetzt zur Lackiererei fahren. Und jetzt unser Kollege Ted wartet schon. Fahr mal zur Lackiererei und dann schauen wir mal, was da auf sich noch alles zukommt, ja? So. Also ich liebe Bus-Simulatoren und ich liebe auch, wie das Spiel ist und dass es so smooth ist und dass es schön ist und auch die Umgebungen und so weiter und so fort, ja. Ist schon cool. So. Da gibt es auch Levels, also die man auch bespielen kann von den Bushaltestellen. Jetzt brauchen wir nochmal ein Blick. Sound, muss man mal ein bisschen lauter machen. Der Sound ist halt schon richtig, richtig gut, gell? Alles
alles gut. Oh. Nicht den alten Bus kaputt machen. Ah, hier waren wir auch noch gar nicht. Leute, ich muss leider weiter. Achso, das ist gar keine Busstelle. So, dann biegen wir einmal nach rechts ab. Dann wieder einmal nach links. Es gibt ja ganz viele Bussimulatoren, aber ich finde Astragon, es ist eine unbezahlte Werbung oder sowas, aber Astragon macht halt, finde ich, schon sehr, sehr gute Bussimulatoren. Und auch die Grafik und so weiter und so fort ist halt schon richtig, richtig gut. Und genau, das freut mich dann einfach. Jetzt fahren wir mal zur Lackiererei, lackieren wir mal den Bus und dann schauen wir mal weiter, wie was alles machen. Weil wir müssen noch Routen planen und so weiter und so fort. Wir müssen ganz viele Sachen machen. So, dann sind wir hier angekommen. Mal kurz schauen, wo es denn hier genau reingeht in die Lackiererei da vorne. Dann kommen wir mal hier. Achso. Hier können wir mal hier reinfahren. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Das ist Ted Kane. Er ist der Sprecher für wirtschaftliche Entwicklung hier in Angel Shores. Freut mich, dich kennenzulernen. Es ist gut, dass es in der Stadt wieder ein öffentliches Verkehrsnetz gibt. Das wirkt bereits wie ein richtiges Busunternehmen. Sorgen wir für den passenden Look. Höchste Eisenbahn, unsere Busse mit einem Logo zu versehen. Keine Sorge, die Lackiererei kann uns da weiterhelfen. Okay. Parke im Innenbereich. Im Inneren, da bin ich doch. Hab ich doch gemacht, Leute. Was ist da los, hä? Jetzt da. Also, in der Lackiererei. Kannst du das Aussehen deiner Busse anpassen? Lass ihn zuerst im Abschnitt mein Aussehen gehen. Mein Aussehen. Hauptfarbe. Lass uns zuerst unsere Busse verändern. Wähle Hauptfarbe und anschließend der gewünschte. Die gewünschte Farbe. Du wirst weitere Farben zu einem späteren Zeitpunkt bekommen. Vollverklebungen. Ach so. Leute, Vollverklebungen, da gibt es ja ganz viele. BG Games, ja, wie geil ist denn das? Nee. Also ich fand den am coolsten. Wir nehmen den und dann nehmen wir die Änderung übernehmen, annehmen. Und jetzt, Leute, schaut mal, was wir für einen auffällig coolen Bus haben. Ja, das ist doch richtig, richtig, richtig geil. Okay. Dann fahren wir mal weiter. Fahre aus der Lackiererei, halte neben Ted und lass Mira raus. Okay. Dann lassen wir mal da hinten die Mira raus. Das nenne ich mal echtes Markenbranding. Sieht toll aus. Ich weiß schon, was wir als nächstes machen. Entschuldige die Störung, Mira, aber ich muss die Expansionspläne mit dir durchsprechen. Alles klar, Ted. Und willst du vielleicht jetzt mit unserem hübsch gemachten Bus nochmal die Route abfahren? Ich rufe dich dann später an. Okay. Öffne das Kartenmenü. Route wählen. Route 2. Jetzt fahren. An.
annehmen. Jawohl, Leute. So sieht's aus. Warum habe ich jetzt hier M? Wo ist mein Bus? Achso. Na gut, dann fahren wir mal los, würde ich sagen, oder? Leute, dann fahren wir mal los. Fahrgast nicht mitgenommen. Ja, oh, ach so, wir machen. Ja, das fängt ja schon mal gut an. Aber jetzt beenden wir mal die Route 2, schauen, was es für Geld gibt. Oh Mann, Leute, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ja, bitte. Das ist alles Geld, was ich nicht bekomme. Und wir wollen ja professionell hier einmal durchspielen. Und warum öffnet das Kartenmenü? Route wählen. Route 2. Jetzt fahren. Den vorgegebenen Bus habe ich doch, oder? Jetzt fahren. Jetzt da. Nimm mal den Bus. Und nehmen wir die alle gleich mit, Leute. Oh, jetzt kommen wir langsam in Fahrt hier, Leute. Ich brauche eine Fahrkarte. Jawohl, kriegst du. Was brauchst denn du? Du brauchst eine normale Fahrkarte, Tageskarte, Ausdrucken. Restgeld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Danke. So, bitteschön, danke. Auf Wiedersehen. Wir fahren mit unserem Bus, Leute. Ich sehe es. Im Spiegel seht ihr die Farbe. Die erste Route. Lass uns das vernünftig starten. Und dann sehen wir mal weiter. So. Rot. Also da müsst ihr echt aufpassen. Die Ampel sind immer auf der gegenüberliegenden Seite. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht immer über Rot fahren. Das ist immer so echt tricky an der ganzen Sache. Aber jetzt erreichen wir den Zahltag für die Route 2 und dann sehen wir mal weiter. Und dann schauen wir mal, was alles uns noch hier im Spiel, was es dann noch alles erlebt und was wir noch mitbekommen. Mal ein bisschen lauter hier. Na, da müsst ihr gar nicht anhalten, weil es eine andere Route ist. Ja. So, wir fahren hier lang. Oh, wir müssen hier abbiegen. Und ein Haltestellenwunsch wurde erwünscht. Ja, super. Dann gehen wir hier in die Haltestellebucht rein. Am Wochenmarkt oder was es ist. Hallo, hier ist Mira. Lief alles glatt? Ich habe schon die nächsten Schritte vorbereitet und möchte dich jemandem vorstellen. Ich hol sie mal dazu. Ja, schaut mal. Das war's schon, das Leute. Ist Trish Harper. Ich bin für Tourismus und Kultur zuständig. Schön, mich kennenzulernen. Okay, wir haben darauf, jetzt die Sterne. Der Stadt miteinander zu verbinden. Fangen wir mit West Oakwood an. Da spielt sich das Nachtleben der Stadt ab. Es wäre toll, wenn die Leute nach einer Partynacht den Bus nach Hause nehmen könnten. Aha. Eindeutig, hey Leute. Eindeutig. So, möchtest du das Seniorenticket? Hallo? Einfache Fahrkarte, Ausdruck. Ich bin nicht Amanda. Ja, danke. Wunderbar, ich danke auch. So Leute, ich danke auch erstmal für die weitere Folge.
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Seid gespannt, was da alles kommt. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen da. Sonst irgendwas, ein Abo etc. Da würde ich mich mega freuen, würde mich mega unterstützen. Und wir hören uns und sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, euer Gravel Dennis.